Herzlich willkommen und moin moin zu einer kurzen Folge von 7 Days to Die. Ja, heute gibt es eine kleine Umschau, es hat sich ein bisschen was getan. Der Michi und ich, wir waren ein bisschen unterwegs und haben auch schon mal fleißig gebaut. Hier sieht man, haben wir die erste Beschriftung angebracht, aber das soll nicht die größte Änderung des Tages sein. Ich war zwischendurch ein bisschen auf Raubzug, habe ordentlich neue Waffen, wie ihr unten ja seht. Unter anderem meine schöne AK-47 jetzt. Und bin auch so wesentlich besser mittlerweile ausgerüstet. Diesen blöden Capo muss ich endlich mal loswerden. Hab hier einen schicken Militärhelm mit Helmlicht auch. Ne, die Militärhandschuhe habe ich schön gefunden unterwegs. Militärbeinschienen schon. Ne, jetzt muss ich hier für den Ledermantel nochmal einen coolen Ersatz finden. Weil der ist einfach ein bisschen zu dick. Überhaupt eine Zigarre. Plus ein Stärke, bin ich nicht traurig drum. Eine Brille. Aber die hatte ich auch vorher schon. Overall, ja gut, okay. Könnte man vielleicht auch mal irgendwann austauschen. Und relativ einfache Militärstiefel. Ne, am wichtigsten ist in dem Fall aber der Militärhelm tatsächlich. Ansonsten habt ihr gerade im Inventar schon gesehen, ich bin relativ voll bepackt, denn ich bin fleißig am Bauen. Gar nicht mal so sehr hier unten. Ne, weil mir hier die Laufwege tatsächlich einfach etwas zu lang geworden sind. Und hier war der fette Wassereinsturz. Das haben wir mittlerweile wieder behoben. Ich habe hier aus irgendeinem Grund einen Schlafsack liegen. Hab mittlerweile hier den Dings ein bisschen eingemauert. Der ist auch fast voll mit Eisen. Bisschen Erde ist auch drin mittlerweile. Ne? Aber Kupfer und Blei sind tatsächlich immer noch Mangelware. Aber das bisschen, was wir haben, sollten wir gleich mal wieder umsetzen in Patronenhülsen. Ne, Munition aktuell fürs Gewehr 400, das geht. Ne, hier liegt auch noch allerhand Krimskrams rum. Genau, meine Axt ist mittlerweile ein ganzes Stück verbessert. Da habe ich jetzt einmal, den hatten wir zusammengefunden. Gut, Farbe ist drin, aber der hier ist natürlich sehr cool. Ich habe jetzt quasi eine brennende Axt, die Flammenschaden macht im Zweifelsfall. Das finde ich ja ganz schön cool. Ansonsten hier nichts Neues. Wir haben den Dings mittlerweile hier stehen. Die Tischkreissäge. Können hier also schon mal ein paar Sachen bauen. Hier hinten ist mittlerweile eine Chemiestation, die immer schön fleißig ist. Und auch jetzt gleich eigentlich mal ein bisschen Schießpulver wieder herstellen kann. Zack. Und ja, läuft alles vor sich hin. Ne, aber wie gesagt, hier unten waren nicht die größten Umbauten, die sind eigentlich draußen. Ne, dafür gehen wir erstmal hier hoch. Zum einen ist hier jetzt das Aloe-Feld. Ne, das habe ich hier rüber gesetzt. Hier werde ich wahrscheinlich noch einmal Baumwolle nebensetzen. Ne, man kann hier auch vergnügt so ein bisschen runterballern. Auch wenn ich damit noch nicht so ganz zufrieden bin. Ne, hier oben werde ich noch Mais weiter kultivieren. Werde ich wahrscheinlich alles voll machen und dann gucken, wo ich den Dings hinsetze. Die Chrysanthemen. Ich denke mal hier vorne irgendwie. Da brauchen wir nicht ganz so viele. Ne, die wachsen schnell und naja. Dann hier ein kleiner Holzweg, der hier zu unserem geliebten Turm führt. Der aber auch noch rechts abgeht. Ne, zum einen wieder gut zum Schießen. Ich meine, das Zeug hier hält am Ende nichts aus. Ne? Also wenn hier ein Zombie hochkommt, dann ist auch ganz schnell Titte. Aber wichtiger ist, es geht hier rein. In den Berg. Ein Stückchen runter und dann habe ich hier eine Garage. Tatsächlich. Auch nochmal mit einer zweiten Schmiede, die allerdings noch nicht großartig bestückt wurde, was ich eigentlich mal machen könnte. Zack, davon ein bisschen rein. Bruchsand eigentlich ungern. Und ja, ein bisschen lehmige Erde werden wir ihm auch schon mal reingeben. Zack, an die Hürde lassen brennen. Mit Betonmischern, zwei Stück. Der eine hat die ganze Zeit jetzt fleißig Betonmischung gemacht. Warum kann ich das nicht weitermachen?
Ich habe kein Zement mehr. Was brauchen wir denn für Zement? Steine. Das sollte nicht das Problem sein. Das kann ja eigentlich der Gute machen. Achso, das muss die Spiele machen. Ja, gut, dass ich hier gerade Steine reingeschmissen habe, die dann hier für den Zement zuständig sein wird. Dann habe ich hier schon mal provisorisch ein paar Schubfächer reingebaut. Ne, die werden alle noch ein bisschen beschriftet. Mein Fahrrad. Ich bin jetzt etwas mobiler, das ist total geil. Ne, kann jetzt entsprechend schneller auch, hier ist das Tor offen, ist ja auch schön, entsprechend schneller ja, mich zu den Häusern begeben, ein bisschen farmen, ein bisschen grinden. Hier haben wir Zement drin. Guck mal einer an. Könnte ich vielleicht Beton machen, wa? Oder zumindest, Moment, hier machen wir Betonmischung. Zack, nochmal 1000. Gib ihm hart. Die haben eine Weile beschäftigt. Und den Rest können wir auch gleich verarbeiten. Und da ist mal wieder genug. Und hier. Hab hier quasi schon mal vorsorglich eine kleine Garage gebaut. Ja, dass hier nochmal ein Auto und ein Motorrad rein können. Dann können der Gowski und ich ein bisschen losziehen. So, hier vorne habe ich dann tatsächlich angefangen mit der Betonmischung das Ganze ein bisschen hochzuziehen. Zumindest zu verstärken. Und das hier ist meine neue Brücke. Und meine Fresse ist die groß. Und meine Fresse habe ich lange gebraucht. Ne, wir werden uns die gleich nochmal von der Seite ein bisschen angucken. Und hier schlage ich jetzt so langsam die Verteidigung aus dem Berg raus. Ne, also wie gesagt, ich will ein paar mehr Verteidigungslinien haben. Eine reicht mir da nicht. Ne, sodass ich mich dann erst hinter der verschanzen kann und dann im Zweifelsfall weiter ins Haus. Oder, je nachdem welcher Weg besser ist, in den Turm. Wahrscheinlich eher in den Turm. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen, hier kann ich nämlich nicht mehr einfach runterspringen, denn ich habe hier schon mal ein bisschen was vorgesetzt, dass die Viecher nochmal ein bisschen abhalten könnte. Wir gehen also einfach, ne, ich glaube, da breche ich mir die Beine, wenn ich da reinspringe. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Erstmal gar nicht wahrscheinlich, doch, hier komme ich noch runter. Zack. Ne, auch hier drunter, alles schön dicht gemacht, damit die Typen da nicht rankommen. Und ja. Bis hierhin alles schön voll. Und hier von der Seite kann man jetzt sehen, das Ding ist wirklich ganz schön fett und ganz schön groß. Ne? 8 Felder breit. Massive Ständerwerk, also wieder 6 Blocks jeweils. Ne? Ein bisschen abgerundet. An der Seite komplett mit Stein lang gezogen. Und ja, ich hoffe, A, dass sie eine Weile hält. Und B, dass ich hier gar, am besten gar nicht jetzt angegriffen werde. Ne? Also der Weg oben drauf ist tatsächlich wieder nur Holz. Und hinten führt halt eine abgeflachte Kante runter. Ja, ja, und jetzt werde ich jetzt mal weitermachen. Hier nochmal eine Schicht draufziehen und verbreitern den Weg. Stahlgitter soll noch ran, sodass man von oben vernünftig runterschießen kann und nicht mehr eine Kante im Weg hat. Hier seht ihr... Ne, kommt man nicht vernünftig hoch. Sie pudeln sich dann im Endeffekt durch, aber das dauert eh einen Augenblick. Ne, eventuell ziehe ich hier nochmal eine Steinwand rein und dann hat sich das auch erledigt. Ja, hier führt der Weg einmal komplett runter bis zum Türmchen. Ne, sodass wir jetzt einen einheitlichen Holzweg haben. Eigentlich alles ganz nett. Ne, ich versuche das so gut wie möglich ins Gelände irgendwie zu integrieren, ohne dass es ganz doof aussieht. Ist mir nicht überall gelungen, wie ich finde. Aber von der Sache her sieht es erstmal ganz cool aus. Ja, und jetzt ist eigentlich die Frage, habt ihr Bock auf mehr Baufolgen? Sprich, wo ich mich wirklich nur ums Bauen kümmere, die dann etwas monoton sind, weil ich natürlich auch buddeln muss wie ein Großer. Ne, und hier für, also für die Brücke habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Ingame-Tage tatsächlich gebraucht. Ne, also wie hättet ihr das am liebsten? Ne, ich bin da relativ offen. Und macht da am Ende, worauf ihr Bock habt. Ne, haut es mir einfach mal in die Kommentare, ihr paar Leute, die zuguckt. Und ja, ich werde dann versuchen, ein bisschen mehr von meinen Bauvorhaben hier mit aufzunehmen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.